Willkommen, willkommen zurück zu The Mighty Quest for Epic Loot mit mir, Peter Wurst von Creed.de. Und irgendeiner von euch ist gerade wieder meine ganz mega ultra awesome Selektion fahren. Und du, Mr. Headshot! Mr. Headshot! Gucken wir mal, was ist denn das? Stufe 12. Ah, da kann ich nur mit meinem Jägerin. Ich könnte fairerweise mit einem Magier reingehen, dem fehlt der Umhang. Das ist fast so gut wie nicht equipped. Oh shit. So. Oh, die ist cool. Weiß jetzt nicht, wie ich mit Dings umgehen kann oder so. Auf jeden Fall bietet der mir natürlich viel, viel, viel Freiraum, um erstmal alles wegzumachen, was mir theoretisch gefährlich werden soll, ne? Das räumen wir alles erstmal in aller Seelenruhe aus. Bevor mir das ein Problem macht. So. Nope. Dieser Firesly ist keine gute Idee. Er ist ein bisschen zu niedriglevelig. Hier würde ich dann auch wie immer zu einem Snottingham tendieren. Und diese ganzen Fallen, die da vorne rumstehen, in diesem überflüssigen Raum. Warum glauben eigentlich manche Spieler, dass es nicht auf sie zutreffen würde, einen überflüssigen Raum zu bauen? Ergibt keinen Sinn. Baut keine Räume, die ihr nicht befüllen könnt. Ganz ehrlich, beste Faustregel, die ich euch bieten kann in dem verdammten Spiel. Keine leeren Räume haben. Das ist das Erfolgsrezept schlechthin. Auch auf niedrigen Leveln ist das möglich. Nicht so gut, zugegebenermaßen, aber es ist möglich. Also tut es doch. Füllt die Räume mit Fallen, in denen gekämpft werden soll. Führt den Helden durch euer Schloss, lasst nicht den Helden durch euer Schloss laufen. So muss das sein. So gehört sich's. Ich weiß nicht. Die letzte Mine ist irgendwo. Hab keine Lust zu suchen. Also gehe ich hier durch. Ich nehme mal an, der Rest vom Schloss ist auch ziemlich leer. Dementsprechend Räume wegfüllen, alle Minen hinter dem Boss und dann Daumen drücken, dass es was wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es nicht getan hat, abonnieren und wie immer. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.